Oh yeah, Elektroschrott. Videos in einem Take gibt's hier nicht oft. Dieses Update zum RackBuddy ist eins. Es gibt Neuigkeiten vom RackBuddy, diesmal mit zittriger Hand einfach so frei gefilmt, weil ich einfach nicht genug hier bastle, um das Stativ zu rechtfertigen. Also im Prinzip, das hier kennt man ja schon, die zwei 7-Segment-Anzeigemodule und den Atmega 328 da unten. Was seit dem letzten Mal neu dazu gekommen ist, ist dieses FTDI-Modul hier. Das ist ganz bestimmt echt, weil das war nämlich sackteuer. Das hat 2,50 Euro gekostet beim Chinesen. Das kann gar kein Fake sein. Und was auch noch neu ist, das sind diese Dinger hier. Habe ich irgendwann schon mal in einem Video gezeigt. Ich nehme mal den anderen, der ist nicht ganz so widerspenstig, genau. Das sind Temperatursensoren und zwar von Dallas Instruments. Heutzutage gehören die zu Maxim, soweit ich weiß. Die DS18S20 sind ziemlich billig, die Dinger. Ich glaube, die kosten pro Stück so ungefähr 1,50 Euro oder so. Und sind jetzt nicht die genauesten Sensoren auf dem Markt, haben irgendwie ein halbes Grad Genauigkeit oder ein Zehntel Grad oder sowas mit Kompensationsfuba. Aber für meinen Zweck reicht's, nämlich Monitoring von Temperaturen im Server. Das Coole an denen ist, dass die an so einem One-Wire-Bus hängen. Das heißt, ich habe hier einen Sensor und ich habe hier noch einen Sensor. Und ich könnte da noch ganz viele Sensoren dranhängen, wenn ich da hier noch weiter Kabel dran machen würde. Das heißt, ich kann lustig bei mir im Serverschrank zwei Temperaturen messen. Eine unten, wo das Nass steht, eine weiter oben, wo die fetten Server sind. Und kann dann die Temperaturen auf diesen 7-Segment-Anzeigen ausgeben. Hier haben wir zum Beispiel im Moment gerade 21,3 Grad. Ich mache mal hier das Gewirr weg, genau. Ich habe natürlich in meiner unermesslichen Weisheit 7-Segment-Anzeigen gekauft, bei denen die Dezimalpunkte nicht aktiv sind, aber dafür dieser Doppelpunkt in der Mitte sind, also offensichtlich eigentlich für eine Uhr gedacht, ne, what the fuck, egal. Ich kann das so für mich gerade noch lesen, vielleicht mache ich auch den da oben kaputt, irgendwie so, ja, Dremel, keine Ahnung. Ja. Jetzt wäre noch die Frage, wofür ist das FTDI-Modul hier gut? Ich meine, einerseits ist es natürlich im Moment für die Stromversorgung, da kommen 5 Volt rein. Aber das Ganze soll ja so eine Überwachung für meinen Serverschrank werden. Das habe ich jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. Und da will ich natürlich auch mit dem Server überwachen können. Und deswegen kann ich über USB die Temperaturen abfragen. Bisher sieht das noch so aus. Also das ist noch nicht sehr spektakulär. Das Teil haut einfach über die serielle Leitung immer mal wieder die Temperatur raus im Moment. Das soll später nochmal schicker werden, so mit Kommandos, die man eingibt, mit GetTemp und lauter so einem Kram. Aber das ist halt eben so mein momentaner Fickelzustand. Für die Abfrage der Temperaturen von den Sensoren hatte ich ursprünglich eine Library von einem Zuschauer namens Audionaut90 bekommen. Super netter Kerl, danke für den Code und die Unterstützung. Das Problem mit der Library war bloß, dass die bei mehreren Sensoren auf dem Bus leichte Timing-Probleme hatte. Anders ausgedrückt, das hat nicht so out of the box funktioniert und ich hatte dann relativ wenig Zeit und Lust, wirklich dran rumzubasteln, ich gebe es zu. Ich habe dann eine Library genommen von einem gewissen Martin Thomas. Ja, eversmith@heizung-thomas.de. An diesen Martin Thomas herzlichen lieben Dank, ist eine coole Lib. Die hat dann sofort out of the box funktioniert. Und ich habe mit so ein bisschen Aufwand sie auch durchaus verstanden. Das ist mir immer relativ wichtig. Aber das hat dann auch noch geklappt. Und so habe ich jetzt also funktionierend Sensoren und USB und meinen Prozessor und den ganzen Kram. Und jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit, bevor ich anfangen kann, die übliche Lochrasterei hier zu betreiben. Und zwar will ich noch eine Leiste mit 10 ultrahellen weißen LEDs irgendwie haben. Das ist das Schaltsymbol für LEDs in gehörlosen Elektronik. Und diese LEDs sollen, wenn die Tür vom Serverschrank aufgeht, so richtig Licht da drin machen. Da muss ich mich noch entscheiden. Ich habe da so Read-Switches, die könnte ich verwenden dafür mit einem kleinen Magneten. Und ich habe auch tatsächlich so einen Gehäuseöffnungstaster-Sensor-Dingens, den ich aus dem Rechner ausgebaut habe. Naja, muss mal gucken, welches ich da verwende. Jedenfalls, wie gesagt, als nächstes kommt noch das LED-Panel. Wenn ich das aufgebaut habe, kommt der ganze Kram da auf Lochraster.
Und dann werdet ihr auch schon ein Video sehen, in dem der Rack Buddy fertig ist. Oder für meine russischen Zuhörer, der Rack Buddy klingt irgendwie fast noch... Ach nee, Rack Buddy passt. Oh, verdammt, ich habe nichts mehr zu erzählen. 5 Minuten, na, immerhin. Ist besser als nichts. Also, ne? Wie dem auch sei, bis dann.